Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Herzmenschlegung. Wir machen das aber dieses Mal etwas anders. Und zwar schauen wir auf das Tierkreiszeichen deines Gegenübers. Und hier sind wir jetzt bei der Waage angelangt. Das heißt, wenn dein Herzmensch im Sonnen-, Aszendenten-, Mond-, Mars-, Venus-Zeichen die Waage-Energie hat, dann könnte diese Legung hier wichtig werden. Ich lasse zu Beginn hier immer eine Hauptenergie springen, so kannst du für dich gleich prüfen, ob du hier in der Reisegruppe bist oder nicht. Ja, und dann schauen wir wieder auf die Gedanken, Gefühle deines Gegenübers und was du innerhalb der nächsten 4 Wochen von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten kannst. Ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung, das heißt, die Karten können, müssen nicht mit euch in Resonanz gehen und bitte bedenkt auch, dass Zeit immer fließend ist. So, wir schauen, was ist die Hauptenergie zwischen deiner Waage und dir? Was ist die aktuelle Hauptenergie? So, da haben wir hier schon mal den Stern. Der Stern ist eine Wassermann-Energie, eine Uranus-Energie. Der Stern steht ja für Zukunftspotenzial, für Chancen, Möglichkeiten. Der Stern ist einer der 3 Schutzkarten im Tarot. Also wenn der fällt, steht an sich etwas unter einem guten Stern. Man hat Zukunftschancen, man malt sich hier auch Zukunftsmöglichkeiten aus. Mit der Wassermann-Uranus-Energie ist es aber auch zwar schon eine gewisse Revolution und auch etwas Neues, aber es ist auch immer die Energie etwas Plötzliches. Entweder kommt es oder geht es. Ne? Wir schauen jetzt hier mal an der Unterseite. Da haben wir hier den König der Kelche. Wow, ne? Also hier könnte es sich um einen sehr emotionalen, empathischen Menschen handeln. Um jemanden, der sich seiner Emotionen auch bewusst ist. Der König der Kelche, es könntest jetzt du sein, deine Energie wird ja eigentlich dem Wasserelement zugeordnet, aber vielleicht hat dein Waage Mensch hier auch irgendwo Wasserelemente bei sich im Mond, Mars, Venus, Aszendentenzeichen. Und es ist gut möglich, dass sich jetzt hier neue Perspektiven eröffnen im Bereich der Emotionen, beziehungsweise wenn es hier um ein Gegenüber geht. Ich lasse jetzt hier mal noch eine Klärungskarte. Da haben wir das Ass der Münzen, die Chance auf Beständigkeit und Stabilität, die sich hier bietet. Also auch sehr schön zu dem Stern. Was haben wir an der Unterseite? Der Eremit, das ist eine Jungfrau-Energie. Vielleicht ist hier jemand tatsächlich aktuell in einer Überprüfung oder du hast hier eine Jungfrau-Energie bei dir. Na, das wäre auch möglich, dass es hier wirklich jetzt darum geht, dass man eine Zukunftsperspektive überprüft. Ne? So kriege ich das rein, dass man ja auch gerade in so einer Energie ist. Ja, was zeigt sich denn? Was wäre hier möglich? Etc. Ne? So, ich lasse jetzt mal Karten springen. Was denkt denn die Waage-Energie aktuell in deine Richtung? Was denkt die Waage-Energie aktuell in deine Richtung? Die 9 der Stäbe. Was haben wir an der Unterseite? Die 8 der Schwerter. Oh, da tut sich aber jemand ganz schön ausbremsen, habe ich das Gefühl. Die 9 der Stäbe ist eine Energie, ich gehe in eine Schutzposition. Ich schütze mich aufgrund Erfahrung aus der Vergangenheit. Ich schütze mich und versuche, meine Wunden zu lecken. Das müssen jetzt keine Wunden sein, die du deinem Gegenüber zugefügt hast. Das können Wunden sein, die man sich selbst und in der Vergangenheit zugefügt hat, durch die eigenen Gedanken, weil man immer gefangen war. Es ist also gut möglich, dass dein Gegenüber mit den 8 der Schwertern in deine Richtung das Gefühl hat, sich selbst auszubremsen. Das ist so ein Gefängnis, wo ich mich selbst reinbegebe mit Gedanken. Schwerter sind die Gedankenebene, wo ich mich hemme. Also es sind selbst auferlegte, man sabotiert sich oder manipuliert sich ja eigentlich selbst. Und dein Gegenüber könnte entweder das Gefühl haben, dass du so bist, oder es ist tatsächlich die Energie deines Gegenübers in deine Richtung. Ich lasse jetzt mal hier noch Karten aus dem Tarot, was kommt danach springen. Was denkt denn die Waage-Energie in deine Richtung? Was denkt die Waage-Energie? Die Königin der Stäbe haben wir hier. Und die Sonne, wow. Also entweder hast du hier auch Feuerelement bei dir, ne? Also Löwe, Widder, Schütze Energie. Man empfindet, also das ergibt jetzt schon Sinn, ne? Man empfindet dich als eine Person, die absolut
im Leben steht, die weiß, was sie will, die unabhängig ist, die feurig ist, die leidenschaftlich ist, die eine wahnsinnige Ausstrahlung und Charisma hat, die wirklich auf der Bühne des Lebens steht. Ne? Die Sonne ist fünftes Haus Löwe-Energie, die Bühne, die Kreativität. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Waage-Energie sich ja tatsächlich so ein bisschen gehemmt in deine Richtung fühlt. Aber das sind eigene Gedanken, die die Waage hat. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass du deinem Gegenüber das Gefühl vermitteln könntest, dass es so ist, sondern dein Gegenüber denkt, dass es so ist in deine Richtung. Und das sind ja auch Karten, ich hemme mich selbst, ich gehe in den Schutz, ich habe Angst vor alten Verletzungen, weil du mir zu selbstbewusst, zu charismatisch, zu unabhängig bist. Ne? Also ja, und hier mit der Selbstsabotage, ne, mit den Acht der Schwertern, das ist wirklich, da hemmt sich jemand total selber. Was fühlt die Waage-Energie in deine Richtung aktuell? Was fühlt die Waage-Energie in deine Richtung aktuell? Was fühlt die Waage-Energie? Wow, die Zehn der Kelche. Zehn der Kelche ist ja ganz klar eine emotionale Überfülle, emotionale Erfüllung. Und das Ausbremsen mit den Sieben der Münzen, die Saturn in Stierenergie. Eieiei, das ist, ne, typisch Waage, ne? Man schwankt hin und her. Die Zehn der Kelche ist, wie gesagt, die absolute emotionale Erfüllung. Also emotional fühlt sich dein Gegenüber in deine Richtung schon sehr erfüllt. Also du löst dir einiges in deinem Gegenüber aus. Aber die Zehn der Kelche ist auch immer in der unerlösten Form diese, ich stelle mir das vor, aber das ist ja eh nicht realisierbar. Mit den Sieben der Münzen geht es hier, Saturn in Stier, ich prüfe die Wertigkeit meiner Emotionen und ich prüfe auch die Zukunftsperspektiven, ne? Die Ernte, welche Erntemöglichkeiten habe ich in Verbindung zu dir? Und wie stabil ist das Ganze? Wie langfristig ist das Ganze? Wie kann man emotional oder die Emotionen in deine Richtung, ja, eigentlich prüft man die Stabilität der Emotionen in deine Richtung. Welche Ernte kann man einfahren? Wie sehr kann man das ausbauen? Wie langfristig ist das Ganze? Wie fühle ich mich in meinem Wert in deine Richtung befriedigt oder nicht befriedigt? Ne? Saturn in Stier kann sich natürlich auch hier um das Thema Finanzen handeln. Also inwiefern fühlt sich dein Gegenüber auch nicht nur emotional stabil und sicher bei dir, sondern auch finanziell? Ne, weil wenn du hier, vielleicht bist du auch selbstständig, dass hier wirklich auch die Finanzen bei der Waage-Energie eine große Rolle spielen könnten. Aber ich habe so den Eindruck, dass da auch langsam etwas reift. Das ist auch die Möglichkeit, ne, dass dein Gegenüber die Waage-Energie spürt, da bauen sich langsam Gefühle auf. Ne? Die Sieben der Münzen ist ja auch, das, was ich sehe, ernte ich. Und vielleicht ist das hier nach und nach, bauen sich jetzt langsam Emotionen in deine Richtung auf. Wir schauen jetzt mal noch mit dem Tarot, was kommt danach, was fühlt dein Gegenüber aktuell in deine Richtung? Ja, da haben wir nämlich genau dieses Thema. Ne? Eigentlich mit der Königin der Münzen, vielleicht hast du auch Erdelement hier, oder man hat hier Erfahrungen gemacht, mit einer Person, ihr wisst, ich schaue immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut, ihr münzt euch das bitte um. Ich habe so den Eindruck, dass dein Gegenüber wirklich das Gefühl hat, dir emotional und als Mensch nicht gewachsen zu sein. Man hat, du bist hier nicht nur die Königin der Stäbe-Energie, du hast auch die Königin der Münzen. Also du bist eine wahnsinnig reife Person. Du weißt, was du willst, du setzt es um. Du bist charismatisch, leidenschaftlich, unabhängig. Du bist gut in der Selbstfürsorge. Du kannst auch gut mit Finanzen umgehen. Aber das Thema Finanzen spielt ja auch wirklich eine Rolle, habe ich das Gefühl. Und mit den Fünf der Münzen, das ist auch wieder interessant. Die Fünf der Münzen ist eine Energie, ich fühle mich im Mangel, ich fühle mich nicht gut genug. Aber das muss eigentlich gar nicht sein. Man sieht hier diese armen Menschen, die in der Kälte im Schnee sitzen. Ne? Und hier ist eine Rückzugsmöglichkeit. Man kann sich in dieses Warme begeben, in dieses Gebäude begeben. Aber man tut es nicht. Ja? Ähnlich wie die Acht der Schwerter. Eigentlich zieht man sich ja selbst runter, wenn man das Gefühl hat, dir nicht gewachsen zu sein.
Also, das ist ein ganz großes Wertethema hier auch mit dem Ass der Münzen, ne? Es kann natürlich aber auch sein, dass die Waage-Energie eben genau das gerade überprüft. Wo gebe ich dieser Beziehung oder dieser Person wirklich eine Chance? Und wo darf ich für mich selber schauen, was triggert diese Person in mir an? Was kannst du denn innerhalb der nächsten 4 Wochen von der Waage-Energie in deine Richtung erwarten? Was kannst du innerhalb der nächsten 4 Wochen von der Waage-Energie in deine Richtung erwarten? Die Königin der Schwerter, was zeigt sich hier an der Unterseite? Wieder die Königin der Münzen. Was kannst du innerhalb der nächsten 4 Wochen von deiner Waage in deine Richtung erwarten? Was kannst du erwarten? Haben wir die 5 der Kelche, den Teufel und den Bube der Schwerter. Da ist jemand noch sehr mit sich selbst hier im Clinch. Eieiei, ich lasse jetzt hier mal gleich noch Lenormand-Karten. Das nehme ich nicht in jedem Orakel, aber wenn ich Klärungsenergien brauche, dann nehme ich die noch mit dazu. Was kannst du innerhalb der nächsten 4 Wochen von der Waage-Energie in deine Richtung erwarten? Das Kleeblatt. Die Öffentlichkeit. Der Ring an der Unterseite der Baum. Könntet ihr alle sehen, ja. Also, ihr Lieben, ich habe den Eindruck, es kommt hier zu Treffen und Kommunikation. Die 5 der Kelche aus dem Tarot, was kommt danach, ist eine Energie, wo sich eine Person aus einer bisherigen Situation, die eigentlich nicht mehr zu retten war, rauszieht. Jetzt haben wir hier auch noch eine Königin der Schwerter, wieder eine Königin der Münzen, Königin der Münzen, Königin der Stäbe. Vielleicht spielt ja auch noch eine andere Person bei deiner Waage eine Rolle. Vielleicht hat hier jemand noch mal etwas mit einer Person versucht, ist letztendlich vollkommen auf die Schnute gefallen und hat festgestellt, dass man sich hier in alten Mustern immer wieder im Kreis dreht. Man geht mit sich in die Konfrontation, in die Kommunikation. Es kann auch sein, dass man die Kommunikation in deine Richtung sucht. Und entweder ist man hier wirklich, hat man nochmal eine extra Runde mit jemandem gedreht, auch momentan rückläufige Venus-Energie. Also solltest du auch das Video zu einem anderen Zeitpunkt schauen. Die Energien der rückläufigen Venus ist jetzt gerade in dieser Legung mit drin. Also es geht hier nochmal um die Überprüfung meines eigenen Wertes. Was stelle ich mir in der Liebe vor? Was stelle ich mir in Verbindungen vor, in den Du-Beziehungen vor? Und hier ist es so, dass ich das Gefühl habe, hier hat jemand versucht, eine Situation zu retten, wo ihm aber jetzt bewusst wird, oder ihr münzt euch das um, dass diese Situation nicht zu retten war und dass man sich ja eigentlich selbst manipuliert hat, sich beeinflussen lassen hat oder von außen manipuliert wurde. Und hier könnten tatsächlich mehrere Personen eine Rolle spielen. In deine Richtung kann ich mir gut vorstellen, dass es hier wirklich zu Treffen kommt. Zu 2, 3 Treffen, vielleicht geht man essen und hier könnten sich Treffen wiederholen. Es könnte hier eine neue Beständigkeit reinkommen, nachdem dein Gegenüber mit irgendetwas eine Extrarunde gedreht hat und auf die Schnute gefallen ist. So sehe ich das. Man geht hier, man gesteht etwas ein. Es kann auch sein, dass deine Waage auf dich zukommt und sagt, du pass auf, das und das musste ich jetzt nochmal für mich überprüfen, bin höllisch auf die Schnute gefallen, habe mir völlig den Arsch verbrannt. Und jetzt weiß ich, wo der Fehler war. Aber ich habe das für meine Entwicklung gebraucht, um mir bewusst zu werden, wo sind denn meine Abhängigkeiten? Wo sind meine
Probleme, wo sind meine eigenen Manipulationen oder wo lasse ich mich immer manipulieren? Ob man natürlich jetzt so offen mit dir redet, ist die andere Frage. Aber zumindest, wenn dein Gegenüber hier auf dich zukommt und das sich hier auch alles für dich stimmig anfühlt, dann kannst du davon ausgehen, dass man sich hier wirklich reflektiert hat und dass eine andere Person oder dass man mit einer anderen Person hier wirklich auf die Schnute gefallen ist. Also da könnte es hier wirklich zu einem Neubeginn kommen. Zwar sehr langsam und vorsichtig, aber es kann hier wirklich zu einem Neubeginn kommen. So, jetzt lassen wir hier mal noch Botschaften von Herzen springen für die Waage-Energie und dich. Welche Karte wird hier wichtig? Heimliche Verehrung. Eieiei, Karamba. Also da scheint die Waage doch, ja, mal riskante Versuchung, der Schein trügt. Also das ist für mich so die Energie, wo du wahrscheinlich denkst, ach naja, wer weiß, ob der wirklich Interesse hat. Na, der denkt ja schon an dich. Also selbst wenn hier nicht mal wirklich Kontakt da ist, weil eine andere Energie hier noch eine Rolle gespielt hat, dann ist es wirklich gut möglich, dass man hier diese Energie abwirft, ne? Weil riskante Versuchung, der Schein trügt, ist, dass man hier, wie gesagt, sich hat blenden lassen, ne? Auch hier haben wir das Blenden, hier haben wir die Manipulation. Ich lasse mal hier noch eine Energie auf die riskante Versuchung. Eine Klärungsenergie für die riskante Versuchung, bitte. Immer so viele. Verwandlung, Seelenpartner, die Antwort lautet ja und das Vertrauen. Okay. Also, vielleicht war in der Vergangenheit hier immer irgendetwas nicht so ganz klar. Du konntest deinem Gegenüber nicht vertrauen. Du hattest das Gefühl, dass hier irgendwas nicht ehrlich ist, dass hier der Schein getrügt hat. An der Unterseite haben wir hier die Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Also vielleicht geht es hier wirklich nochmal um einen Neubeginn. Das wären auch hier die Zukunftsperspektiven. Vielleicht hattest du tatsächlich mit dieser Waage-Energie bisher nicht so wirklich die Stabilität. Warum? Weil diese Waage-Energie selbst nicht in der Stabilität war. Ne? Aber ich habe das Gefühl, hier wandelt sich tatsächlich etwas. Ne? Was du dann letztendlich für dich daraus machst, das ist natürlich immer auch in deiner eigenen Entscheidungsmacht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Waage hier auf dich zukommt, dass man hier versucht, auch eine Verbindung in die Heilung zu bringen. Das wäre ja auch diese Kombination bei einem eben etwas bewusst geworden ist, ne? Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Bleibt mir alles schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.